So. Hoppala. Willkommen zurück, meine Lieben. Hallo, hallo. Es geht weiter mit Frambo in der Klinik. Mit Fahrstuhlmusik. Hört es sich auf jeden Fall an. Gefällt es dir gut? Ja, schön, das freut mich. Ich hoffe, ich mache die Stimme auch manchmal akkurat. Ich vergesse manchmal, wie ich die Stimmen mache und dann sind sie einfach so ein bisschen... Ja. ich muss hier noch ein bisschen runter machen. So, perfekt. Okay, weiter geht's. Jetzt sehen, hier haben wir ein neues Zimmer. Ah, Entschuldigung, Miss. Hallo, guten Tag. Oh, der Körper dieser Kreatur besteht aus Gesichtern von Babys. Ist ja merkwürdig. Kenn ich dich von irgendwoher? Du hast mir etwas weggenommen, nicht wahr? Du kleine Diebin! Wo ist mein Stricknadel? Hm? Hast du kleinen Freund damit erstochen? Was? Eine Stricknadel? Bist du die tote Krankenschwester aus Oswald Asylum? Sehe ich tot für dich aus, hm? Du kleines Biest? Zieh eine Nummer klar und dann warte im Warteraum, bis du dran bist. Aber Miss, Krankenschwester, ich brauche keine medizinische Hilfe. Ich suche nur mein Katerchen. Zieh eine Nummer und warte. Ich sage das nicht nochmal. Alles klar. Alles klar. Oh, Nummer 7. Ja, es hört sich nicht... Warte mal. Ach, ich frage mich, wie lange ich jetzt warten muss. Stunden? Vielleicht sogar Tage? Ha, ich warte jetzt schon seit einer Woche. Wie lange wartet ihr denn? Ich warte wohl schon einen Monat, aber ich habe die Nummer 2, also muss ich jetzt bald dran sein. Ich warte schon seit 3,5 Wochen, es ist hoffnungslos. Entschuldigung, aber gibt es eine Möglichkeit, die Sache zu beschleunigen? Ja, ich werde doch selbst Arzt, das geht schneller. Und dann kannst du uns alle schon gleich helfen. Aber warum wirst du denn nicht selbst Arzt? Das geht nicht, ich fühle mich sehr krank. Das geht nicht, mein Auge ist blind. Ja, ich habe kaputtes Horn, siehst du? Ich kann kein Arzt sein. Ich muss Patient sein. Ja, ich auch nicht. Ich kann mich nicht mehr selbst vor dem Spiegel erschrecken. Da bin ich doch gar nicht mehr krank. Bitte lass mich vor, ja? Ich kann nicht. Ich weiß nicht mal, welche Krankheit ich habe. Deshalb bin ich hier. Aber wieso weißt du das nicht? Spürst du irgendwo Schmerzen? Ja, das ist eine schwere Frage. Macht sie weicher. Hä? Wie kann ich denn eine Frage weitermachen? Das ist ja seltsam. Hey, hast du mal versucht, deine Augen abzuziehen? Manchmal hilft es. Hag, Schluss mit euch. Kann man wirklich nicht sinnvoll reden? Natürlich ist das für dich nicht sinnvoll. Du bist nicht diejenige, der alles sieht. Du kennst uns erst seit ein paar Minuten. Das ist noch für wenig Zeit, um alles zu verstehen. Das stimmt. Aber es wäre doch schön, etwas Vernunft walten zu lassen. Warum? Was kann die Vernunft, was die Unvernunft nicht kann? Naja, es hilft, um einander besser zu verstehen. Wir verstehen einander sehr gut und das ist mit unserer Unvernunft. Genau, tun wir. Wir respektieren die Unterschiede. Aber wer ist derjenige, der alles sieht? Meinst du Mabuka? Nein, Mabuka weiß alles. Das ist nicht dasselbe wie alles sehen. Und jetzt will ich warten, dann durch Reden geht das Warten nicht schneller. Na gut, danke auch für nichts. Alles klar. Das wollte ich sehen. Hier hat's eine Nummer. Sie hören, sie sehen und sie berühren. Hier hat's eine verfickte Nummer. Hier hat's eine Nummer. Die ist aber nicht ganz. 7 irgendwas 976. 7, was ist das hier? 7. Was ist das für eine Nummer? 8? Nee. Alles sehen. Abgeschlossen. Es gibt gar kein Schlüsselloch. Nummer 7. Na, verdammt. Kann ich leider nicht ändern. Na gut, gehen wir nochmal hier hin. Reden wir nochmal mit dem hier. Mein Auge ist kaputt. Das größte Auge ist es mir verraten. Das sieht alles. Ah, das Auge. Wir sind schon befreundet mit dem Auge. Stimmt hier. Das Auge ist hier. Hallo, Auge. Ich hoffe, du findest deinen Katerfreund bald. Ich sehe ihn schon immer in diesem Käfig. Kann ich vielleicht? Nein, kann ich nicht. Okay. Alles klar. Brauche die Nummer.
jetzt definitiv eine Nummer, aber ich denke nicht ganz, was das für eine Nummer ist. Kann ich einfach hier nochmal drücken? Ich habe schon eine Nummer gezogen. Anfangs hat das Warten ja noch Spaß gemacht. Jetzt ist es nur noch langweilig. Warten. Wir glauben von Oma jetzt nicht mehr nach. Ich warte schon mal sehr wütend deswegen. Verdammt. Da hat es definitiv eine Nummer. 7 irgendwas 976. 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 Muss ich nur noch raten. 7 irgendwas 976. Hat nicht funktioniert. 71976. Verdammt. 71976. Funktioniert nicht. Sieben, neun, irgendwas, sieben, sechs. Verdammt. Sieben, neun, acht, sieben, sechs. Gute Frage jetzt. Was ist die Lösung für die Nummer? Kann ich eigentlich mit denen reden hier? Hallo Ziege, du siehst ein bisschen aus wie Remo. Hallo Wildschwein. Vielleicht ist es eine 1. Was ist das? 7 irgendwas 9 1 6? Das andere ist einfach so komisch. Sieben, irgendwas, neun, eins, sechs? Nein. Sieben, eins, neun, eins, sechs? Nein. Okay. Sieben, zwei, neun, eins, sechs? Nein. Sieben, zwei, sechs, neun? Ich weiß nicht mehr die Nummer. Sieben, eins, neun, sechs, neun. Ich sollte noch mal runtergehen. Ich muss mir das aufschreiben. Ich könnte mir das ja auch aufschreiben. Das wäre vielleicht besser. Dann kann ich vielleicht identifizieren, was das für eine Nummer ist. Also, gehen wir kurz. Das ist definitiv eine 7, oder? Ah, ich habe... Es sieht auf jeden Fall... Es könnte auch eine 2 sein. Ich glaube, eine 7. Und dann... keine Ahnung. Oh. 7... Und dann so ein Dings. Hallo, wieso funktioniert jetzt mein Stift nicht? Stift, funktioniert gefälligst. Ah, jetzt. 7. Dann so ein Strich hier. Dann so ein Strich. Und dann so etwas. Und 6. Aber ich habe keine Ahnung, was das andere ist. Es sieht aus wie 79976. Aber hey. Oder Mabuka, hilf mir. Kannst du bitte wieder aufwachen, Mabuka? Ah, ich habe so viele Fragen. Ich habe noch mein Dings, oder? Nee, habe ich nicht. Verdammt. Also, die Telefonnummer. Die Telefonnummer ist irgendwie am mühsamsten, ne? Also, das ist definitiv 7. 7? 9, 9? 7, 6? Nein, ist es nicht. 7? 6, 9? 7, 6? Nein. 7, 6, 9, 1, 6. Oh. Ich hasse diese Nummerzahl, Dingsbums, Fallera und Fallerie. Suchen wir was anderes. Suchen wir was anderes. Kann ich mit dir tauschen? Wäre es möglich, dass wir unsere Nummer tauschen? Ich habe die 7.
Nicht wirklich, nein, ich bin nicht interessiert. Toll, danke schön. Das hat nichts mit. Du hast doch die Nummer 2. Siehst du den Bildschirm? Ich habe Nummer 2. Ich bin gleich dran. Wäre es möglich, dass wir unsere Nummer tauschen? Ich habe die 7. Nein, ich muss wissen, ob ich Schmerzen habe. Ich muss wissen, welche Krankheit ich habe. Was wäre, wenn ich herausfinde, welche Krankheit du hast? Gibst du mir dann deine Nummer? Klar doch, falls du immer noch hier bist, wenn du zurückkommst. Was ist mit dir? Wäre es möglich, dass wir unsere Nummer tauschen? Ich habe die 7. Das ist nicht praktisch für mich. Tut mir leid, nein. Was ist mit dir? Wäre es möglich, dass wir unsere Nummern tauschen? Ich habe die 7. Ich würde ja gern helfen, aber ich bin nicht dran, mir selbst zu helfen. Also nein. Willst du vielleicht meine Nummer haben? Sachen ausprobieren ist gut, aber in diesem Fall wird es nicht so gut. Was ist mit dir? Husch, du bist ja noch dran. Vielleicht kann ich den blöden Augen mal meine Nummer zeigen. Warte kurz, ich will gucken, ob ich dem meine Nummer zeigen kann. Vielleicht kannst du mir helfen. Ich will doch nicht das machen. Das klappt wohl nicht. Ist wohl nicht das Auge, das alles sehen kann. Was ist mit dir? Kann ich dir meine Nummer zeigen? Hier, meine Nummer. Hat wohl nichts gebracht. Guck mal, meine Nummer. Entschuldige bitte, ich brauche deine Hilfe. Oh, jetzt redet er plötzlich. Natürlich brauchst du die. Wie kann ich für dich tun? Kannst du mir sagen, an welchen Krankheit die Kreatur mit der Nummer 2 leidet? Er sitzt im Warteraum und wartet. Lass mich mal sehen. Ich sehe ihn, aber wie ich das sehe, ist es keine echte Krankheit. Es ist nur Kopfschmerzen, verursacht durch ein niedriges Agonier-Level. Wow, aber ich kann nicht ihm irgendwie helfen, ich brauche seine Nummer. Ja, du musst nur so viele Tränen weinen, bis die Flasche gefüllt ist. Aber vergiss nicht, die Tränen müssen durch echten Kummer verursacht sein. Das ist kein Problem. Ich stecke gerade in einer schwierigen Lebenssituation. Ich dachte, alles würde besser werden, wenn Katerchen und ich nach Hause kommen. Aber jetzt ist alles so verwirrend. Tante Grace ist vollkommen verrückt. Mit ihr zu reden war grässlich. Ich hatte ihr wirklich vertraut. Ich weiß nicht, was ich tun jetzt soll. Mabuka meint, ich wäre für etwas auserwählt, aber dann ist es wieder eingeschlafen und beantwortet meine Fragen nicht mehr. Ich brauche mein Katerchen, die Umarmung von Mr. Midnight. Sie ist mein größter Trost im Leben. Ich will ihn einfach finden, damit er wieder zurück nach Eterska gehen und dort glücklich leben kann. Wunderbare Schmerzen, so tief. Gib mir deine Tränen, Liebes, gib sie her. Die Flasche ist gefüllt mit Tränen. Gib sie der Kreatur, die Nummer hat. Oh, geil. Ja, gut, Geh nun, die Zeit wartet auf niemanden. Danke, ich gehe jetzt. Wiedersehen. Ich habe schon meine Traume vergessen und ich werde nie mehr daran denken. Und ich weiß nicht, was die Telefonnummer dort soll. Ich habe immer noch keinen Plan. So, mein Lieber. Hier, bitteschön. Hier, trink das, dann fühlst du dich viel besser. Oh, versuchst du mich zu vergiften? Wie reizen. Mal sehen. Ich nehme es trotzdem. Das schmeckt wie das tiefgründigste und dunkelste Elixier, was ich getrunken habe. Gib mir mehr. Nein, lass mich in Ruhe. Du hast versprochen, mir die Nummer zu geben, wenn ich dir helfe. Ja, stimmt. Na schön, hier hast du sie. Nummer 2. Yay! Und danke, deine Tränen schmecken absolut köstlich. Ja. Aha! Ging jetzt aber schnell, Mensch. Ich hab die Nummer 2. Ich hab die Nummer 2. Leckt mich am Arsch. Leckt mich. Abgeschlossen, aber es gibt kein Schlüsselloch. Miss. Ich hab die Nummer 2, Mensch. Hallo, Patienten Nummer 2. Wir werden tun, was wir können, um dich zu retten. Hast du einen Termin? Naja, nicht wirklich. Du hast doch gesagt, ich soll eine Nummer ziehen und warten. Tut mir leid, wir helfen keinen Kranken ohne Termin. Aber ich bin nicht krank. Ich habe mein Katerchen verloren und ich will ihn einfach zu nur finden. Ein verlorener Kater? Keine Sorge, das ist natürlich Reaktion auf deine Krankheit. Du hast aber Glück. Viele verlieren stattdessen ihren Verstand. Glück gehabt. Aber wie komme ich nun an den Termin? Ach, ruf mich einfach an. Hier ist meine Karte mit der Telefonnummer. Blöde Bitch. Was sollte das denn dort? 01 221 217
2276. Ha. Dankeschön. Aber warum muss ich dich anrufen? Warum kannst du nicht jetzt einen Termin machen? Oh, das wäre dumm. Denn jetzt warte ich darauf, dass du mich anrufst. Ah, na schön, dann rufe ich eben an. Verdammt nochmal, diese blöde Kuh hier. Immer diese Probleme. Ich krieg mich ja nicht mehr ein hier. Ah, wenigstens haben wir diese blöde Telefonnummer eigentlich mal. Okay. Oh, ich hätte es mir nicht anschreiben müssen. 01-221-217-276. Hallo, guten Tag. Ich möchte gerne einen Termin haben. Oh, hallo. Ja, du hast gesagt, ich soll anrufen, um einen Termin zu machen. Hier spricht Frambo. Ja, ich habe jetzt Zeit. Nein. Ich hätte aber ein Augenpaar. Wirklich? Okay. Dann in einer Minute. Sehr schön. Danke. Tschüss. Ja, wiederhören. Diese blöde Kuh, ey. Das ist das Bescheuerste, was ich je gemacht habe. Die geht jetzt einfach... Das ist so dumm, Mann. Was bin ich dort angestanden? Oh, hätte einfach einen blöden Termin noch machen müssen. Hallo, guten Tag. Hallo, Patienten Nummer 2. Hast du einen Termin? Ja, ich heiße Frambo und ich habe jetzt einen Termin. Lass mich mal im Archiv nachschauen. Ja, hier stehst du. Der Doktor kommt gleich. Geh einfach durch die Tür rechts von dir. In Ordnung, danke. Blöde Kuh. Oh. Tut mir leid, habe ich dich erschreckt? Du wirkst ziemlich bleich. Puh, ja, was für ein Albtraum. Du siehst aus wie ein gesunder Mensch. Oh, danke, würde ich sagen. Wenn es dir nichts ausmacht, ich habe jetzt einen Termin. Es macht mir nichts aus, denn es geht mich nichts an. Alles klar. Hallo, guten Tag. Ah, Remo, mein guter Star. Du hast noch nicht beschlossen, mein Leben ein Ende zu machen, genügt der Schmerz nicht. Du bist Remo, nicht wahr? Ich hatte doch keine Gelegenheit, mich richtig vorzustellen. Leider kann ich dir in der dritten Realität nicht lang gesehen werden. Ich bin Remor, die schrecklichste Schwärze, der Prinz der Dunkelheit. Ich weiß, wer du bist. Tu nicht so, als wäre nichts passiert. Hast du meine Eltern ermordet? Wo ist mein Kater? Was hast du Dr. Dern angetan? Ich genieße es, das Leid aus deinem Kopf tropfen zu sehen. Ich nähre mich davon. Du bist die Manifestation meiner Wünsche. Ich kann dich für das benutzen, was ich will. Du stehst unter meinem Einfluss. Das ist nicht wahr. Nicht mehr. Ich lasse mich nicht mehr von dir reinlegen. Sag mir, warum du meine Eltern ermordet hast. Warum? Du nimmst an, ich hätte etwas so Schreckliches getan. Ich habe dich in jener Nacht von meinem Fenster gesehen. Du musst es getan haben. Du verlässt dich zu sehr auf deine Augen. Hast du noch nicht gelernt, dass das menschliche Rezeptor schwach ist? Dein Körper ist fragil, leicht zu korrumpieren. Alter, what the fuck, Alter? Nein, das kann nicht sein. Hör auf. Ha. Ich war es nicht, wirklich nicht. Ich war es nicht. Hör auf, bitte. Wer war es, mein Liebling? Wer hat deine Eltern getötet? Das stumpfe kleine Vieh muss leiden und sterben, bevor es zum Stern wird. War ich es jetzt wirklich oder war ich es jetzt nicht? Ich habe meine Eltern nicht getötet. Habe ich nicht. Dieses Monster will mich reinlegen. Ich weiß es. Wir sind wirklich alle verrückt. Ich muss Katechen finden und abhauen. Oh, schnell. Mein Gott, das war so gruselig. Oh, ein Wassertank. Ein Tank voll mit Wasser. Gut. Oder doch? Ich bin verwirrt. Ich bin auch sehr verwirrt. Ich hatte zwar damals am Anfang ein bisschen erraten, so ein bisschen, ob sie es vielleicht auch sein könnte, aber es ist schon schwer zu sagen. Ich kann mir es wirklich nicht so gut vorstellen, dass sie es sein könnte. Wirklich. Es ist schon echt schwer. Echt schwer, das zu sagen, ehrlich gesagt. Oh, Dr. Dern, mein Katerchen. Eine Spritze, cool. Dr. Dern, geht es dir gut, Sir?
Sir, wach auf, bitte, Dr. Dern, wach auf. Lebst du noch, Sir? Ah, was kann ich nur machen, um ihn aufzuwecken? Zieh den Hebel, Fran. Aber was macht dieser Hebel? Autsch, ein Elektroschock. Ich glaube, das lasse ich hier. Katerchen, Katerchen. Katerchen, mein Lieber, ich bin für dich da. Geht es dir gut? Katerchen, antworte mir. Was ist los mit dir? Miau, miau. Warum redest du nicht mit mir, Mr. Midnight? Bitte tu mir das nicht an. Schnurr. Sprich mit mir, Mr. Midnight. Das ist nicht lustig. Das liegt an diesem Ort hier, oder? Du musst hier raus, damit wir wieder miteinander reden können. Ich bring dich dich nach Esterster, mein Lieber. Parunter kann dir uns helfen. Ich verspreche dir nichts wieder uns trennen. Miau. Ich bin gleich wieder da. Ich muss Dr. Dern helfen, okay? Es scheint in Schwierigkeiten zu stecken. Wasser vielleicht. Wasser? Eine Spritze. Cool. Eine Spritze. Da ist rote Flüssigkeit drin. Was kann das sein? Benutze das für mein Katerchen? Knaus Protein ist nicht gut. Also anscheinend muss es Dr. Dern sein in dem Fall. Hihihi. Vielleicht weckt ihn das auf. Mwahaha. Here you go. Ah, verdammt. Was war das? Keine Sorge, Dr. Dern. Ich bin's, Fran. Hä? Was? Ich sehe kaum etwas. Rainbow, Sir aus Oswald Asylum. Wir sind auf dem Friedhof. Erinnerst du dich? Fran, was ist passiert? Warum bist du an deinem Stuhl gefesselt? Was hast du getan? Oh, ich versuche dir zu helfen, Sir. Das große Monster hat dich hierher gebracht. Wir müssen weg. Bitte, Fran. Monster? Ich habe keine Lust auf Spielchen. Na gut, dann war es kein Monster. Lass mich dir einfach helfen. So. Hier. Oh, was ist das? Aber was macht sie hier? Ich dachte, sie hätte sie in Ketten gelegt. Ah, aber das habe ich doch getan. Ich habe ihnen doch gesagt, dass sie schwer zu bändigen ist. Wollen sie, dass ich sie loswerde? Mich loswerden? Tante Grace, warum redest du so? Wer ist dieser alte Mann? Wir reizen. Du klingst genau wie deine Mutter, als sie jung war. Meine Mutter? Kennst du sie? Wer bist du? Ich bin Dr. Oswald Arison. Ich weiß alles über dich, Fran. Oswald aus dem Oswald Asylum? Ja, Fran, genau der. Aber woher weißt du von meiner Mutter und meiner Tante? Nun, vor vielen Jahren habe ich fantastische Komplexitäten von Zwillingen studiert. Lucia und Grace waren Teil meiner Studie. Beide halfen mir, den Schlüssel zum Erfolg zu finden. Der Schlüssel? Hast du gewusst, dass meine Mutter und mein Vater ermordet wurden? Ja, natürlich. Remor hat großartige Arbeit geleistet. Seine Manipulationskräfte sind außergewöhnlich. Ich verstehe nur nicht, wie du so ruhig deswegen sein kannst. Immerhin warst du diejenige, die das Messer gehalten hat. Ich bin nicht ruhig, Sir. Ich muss die ganze Zeit, dass es Remor ist. Aber warum jagt er mich? Remor ist die Manifestation deiner Schwäche. Eine blinde und mächtige Manifestation deiner Ängste. Aber warum soll das Monster meine Eltern töten? Weil deine Eltern meiner Arbeit in die Quere gekommen sind. Aber ich habe dir in Wahrheit einen Gefallen getan. Du leidest. Und Schmerzen ist verbunden mit Wachstum und Stärke, Fran. Ein Moment mal. Hat er gerade gesagt, dass Remor die Manifestation ihrer Ängste sind? Dann hat sie ja wirklich ihre Eltern umgebracht und es einfach nicht gecheckt. Ich meine, wer checkt das schon? Kleines süßes Mädchen, Alter? Oswald, bitte, tu mir einfach, was wir tun müssen. Tante Grace, bitte sei doch nicht böse auf mich. Wir sind eine Familie. Lass uns gehen, mein Katerchen und ich finden einen anderen Ort, ohne dich zu behelligen. Bitte lass uns einfach gehen. Ja, du hast recht, Fran. Tut mir leid, dass ich so gemein zu dir bin. Na komm, wir gehen jetzt. Na komm, mein Liebes. Wir nehmen dein Katerchen mit und dann gehen wir. Komm, 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 komm. Komischer Oswald. Geh mit deiner Tante, Fran. Ist es nicht das, was du willst? Und was ist mit ihm? Dr. Dern, geht es dir gut, Sir? Schon ein bisschen merkwürdig, oder? Fran, meine Liebe, hör mir zu. Sie will Mr. Midnight loswerden. Nein! Du musst wissen, dass Dr. Oswald nur das Beste für dich will. Als Lucia mit dir schwanger war, wusste er, dass du ein ganz besonderes Mädchen wärst. Er hat uns aufgetragen, uns gut um dich zu kümmern, aber deine Mutter hat uns verraten. Sie wollte dich vor uns verstecken. Sie dachte, wir wollten dich töten, aber das ist nicht wahr. Dr. Oswald will nur das Beste für dich. Aber dafür musst du ihm erlauben, ein kleines Experiment an dir auszuführen.
Und dann ist alles wieder gut? Natürlich gibt es da noch eine Sache, um die wir uns kümmern müssen. Dieser kleine Verräter muss weg. Nein! Mr. Midnight! Nein, nein, Katerchen! Oh nein, mein lieber Kater! Komm schon, Fran, hör auf zu heulen. Die Katze ist tot. Aber er war mein Freund. Du hast meinen Freund ermordet. Du hast auch dabei geholfen, meine Eltern zu morden, oder? Oder? Wie kannst du nur an deinen damit leben? Ich hasse dich! Ah, ich hasse dich! Geh weg! Ich bring dich um, du Stück. Hör auf, Fran! Fran, Hilfe! Hilfe! Bitte, hilf mir! Bring dich um, Blödstück. Wag es ja nicht, Grace nahe zu kommen, du kleines Monster. Du meine Güte, sie ist völlig wahnsinnig. Bring sie mir, ich führe das Experiment durch, solange sie noch warm ist. Ich muss das Gehirn sofort entnehmen. Komm her, du kleines Stück Müll. Fran, geht es ihr gut? Was haben sie angetan? Sie hat versucht, mich umzubringen. Sie hatte recht, was Fran angeht, Dr. Dern. Sie war krank. Aber sie blutet. Lass sie mich behandeln. Auf keinen Fall. Sie gehört jetzt mir. Ich warte schon seit vielen Jahren auf diesen Augenblick. Auf der Suche nach dem richtigen Kind, dem richtigen Gehirn. Und jetzt, wo ich sie habe, kann mich nichts mehr aufhalten. Edward! Weg mit dir. Husch hinfort. Meine Liebe. Oh, Fran, alles wird gut. Wer bist du? Ich bin Edward, der, über den viele Kinder reden. Aber du bist kein Mensch. Ectopro, ectoprote, palontras, mundkeiste. Groska, Edward, ich habe ihn gefunden. Du meine Güte, halt dich von dem Mädchen fern, lass sie in Ruhe. Ja, Mr. Midnight. Die kleine Fran muss geheilt werden. Glaubst du, du kannst denselben Körper benutzen? Ja, sie ist noch nicht ganz fort. Los geht's. Oh, Mutter Mabuka, du hast dem Kind die Unschuld genommen. Fran ist nun tot und lebendig. Erwache in der Dunkelheit, Fran, und du wirst auf das Licht zulaufen können. Oh, oh. Oh, oh mein Gott. Ich sollte nun wieder aufstehen können. Ah, was ist passiert? Edward? Palontras? Mein Herz tut weh. Mr. Midnight, wie? Mein Katerchen, du lebst. Ich hab dich ja so vermisst. Bitte sag etwas. Fran, wir müssen jetzt gehen. Gehen? In Ordnung. Dr. Dern, sieh doch, das ist Edward und Palontras. Ich hab dir doch von ihnen erzählt, weißt du noch? Ich hab dir gesagt, dass sie real sind, siehst du? Glaubst du mir jetzt? Oh, 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 oh. Er kann dich nicht hören. Ich glaube, er steht unter Mabukas Macht. Wir müssen jetzt wirklich gehen. Los, komm. Aber kann ich bitte mit uns kommen? Er war wirklich nett zu mir. Er wollte mich wirklich beschützen und mir helfen. Wir können ihn leider nicht mitnehmen. Tut mir leid. Aber wir können ihn glauben lassen, dass es alles ein Traum war. Er wird aufwachen und glauben, dass nichts hiervon wirklich passiert ist. Aber er wird sich nicht an dich erinnern, Fran. Ich verstehe. Ja, ich schätze, es ist okay, solange er sicher ist. Das ist sehr freundlich. Du siehst nun endlich über dein eigenes Verhalten hinaus. Du wirst eins mit allem. Deine Eltern waren sehr stolz auf dich. Meinst du wirklich? Ach, danke, Palontras. Ah, danke schön. Du bist so süß und lieb. Schicken wir Dr. Dern jetzt nach Hause. Marcel Dern unum vec mas und desla ector. Oh, Mr. Midnight hat noch gewunken. Wiedersehen, Dr. Dern. Lass uns gehen, Fran. Es gibt so vieles, das du sehen und lernen musst. Hihi, das klingt spaßig. Gehen wir, Katerchen. Los, juhu. Finish Frambo. The End? Ich weiß noch immer viele Dinge nicht. Aber eins weiß ich.
dass ich zwischen Schuld und Furcht die Fröhlichkeit wähle. Juhu! Fliegen wir zurück nach Itashka! Yay! Hurra! Endlich gemeinsam zusammen. Schön. Wow, Leute, das war das Ende. Was? Alter Falter. Ein gutes Ende. Ich bin aber immer noch irgendwie ein bisschen verwirrt. Ich weiß nicht, ob das jetzt alles Realität war oder wir eigentlich schon längst tot sind durch den Fall nach Itashka und den Rest einfach nur noch geträumt haben. Kann das sein, dass wir uns das alles ausgedacht haben oder ist es alles eine Wahrheit? Es ist schon richtig schwer, muss ich sagen. Es ist richtig, richtig schwer. Wow, heavy. Die Geschichte ist awesome und es hat ein Happy Ending gegeben. Nicht für alle, aber für ein paar. Da bin ich schon richtig happy davon.